Wenn man dann zu langsam ist, dann nehmen es die anderen ein. Aber gut, wir wollen uns ja auch um den anderen Bösewicht kümmern. Der Mr. Wang Yun schickt seine Adoptivtochter aus der Furcht vor der Tyrannei von Dong Shuo in die Hauptstadt. Sein Plan ist, dass sie die Beziehung zwischen Dong Shuo und dessen Adoptivsohn Lü Bu zerstören soll. Okay. Da werden wieder Intrigen geschmiedet. Gut, dann gehen wir hier mal in den Wald. Vermeidet Umwege. Es ist Winter. Der bleibt in der Stellung, in dem Fall im Winter. Können wir diplomatisch irgendwas tun? Also, Yang Shao hat sich da oben... Eieieiei. Der ist eigentlich echt gut mit allen, ne? Ich verstehe es gar nicht. Mit Yuan Shu. Wir hören zu. Nicht Angriffspakt. Oh. Liu Bao. Haben wir. Liu Bao. Liu Bao. Wo ist der? Wir schauen die Beziehung mal an hier. Rong. Setzt euch und sprecht. Militärischen Zugang. Kö. Also mit dem da wäre es wahrscheinlich. Was ist geplant? Nicht so schlecht. Nicht-Angriffspakt. Mit dem könnten wir auch ein bisschen hier das handeln. Könnte uns vielleicht noch ein bisschen Geld geben. Die sind immer alle sehr reich. Das ist sehr gut für mich. Die sind reich, haben aber kein Geld. Keine Nahrung. So. Ja. Kriegt er. Nee, müssen wir doch anders so machen, sonst geht's nicht. Okay. Das waren halt 8. Ja, das ist doch okay. Können wir. Nee, wir machen einmal Zahlung. Was soll's? Euer Angebot ist angemessen. Dann kriegt er 3 Nahrung von uns. Nahrung haben wir. Die anderen haben dafür das Geld. Warten wir noch eine Runde ab und schauen, was passiert, vor allem hier mit den Vorräten. Das gefällt mir gerade nicht. Sonst muss ich den anderen. Glückwunsch. Yu Chong möchte militärischen Zugang. Das reicht mir aber nicht. Regelmäßige Zahlung leisten. Soll er mir regelmäßige Zahlung geben und dafür gebe ich ihm nichts, weil damit, das habe ich schon mit dem, ne? Na gut, machen wir einfach. Es wird Yuan Shu nicht gefallen. Es erfreut uns, dass ihr Gefallen gefunden habt. Schon mal das Han-Kaiserreich, du. Und Shuo Zhangyang den Krieg erklärt. Ein weiteres Mal ziehen die Jahreszeiten vorüber und ein neues Jahr steht bevor. Eure Minister haben sich zur Vorbereitung versammelt, um ihren Pflichten nachzukommen. Ihr könnt Rat halten, sobald ihr bereit seid. Eure Minister sind Charaktere, die an euren Hof wichtige Positionen begleiten.
Fraktionsrat versammelt sich jedes Jahr im Frühling, um euch Vorschläge zu unterbreiten. Okay. Jedes Mitglied eurer Fraktionsrates kann maximal 2 Aktionen vorschlagen, von der jedoch nur ein ausgeführt werden kann. Ratsmitglieder bitten stets unterschiedliche Aktionen an, die jeweils einmalig für dieses Jahr sind. Ah, okay. Dissidenten in der Komturei unterdrücken. Die Menschen in dieser Stadt lehnen sich zunehmend auf, was in Zukunft zu einem Aufstand führen könnte. Wenn man die Garnison in der Stadt verstärkt, kann man dieser Auflehnung sicher ein Ende bereiten. Garnisonsstufe gestiegen, Komturei weit, plus 5 öffentliche Ordnung, 25 Nachschub. Das Ganze gilt dann für Pengcheng. Okay, von weiteren Investitionen kann diese Region stark profitieren. Mein Herr, es gibt Ingenieure sowie talentierte Steinmetze, die für den Ausbau der Stadt verpflichten können. 2 zusätzliche Gebäude und Bauzeit verringern. Aber ich glaube, wir werden das hier nehmen. Dann werden wir ihn hier noch anhören. Oh, wir haben gar kein Geld, ne? Ah, weil es pro Monat, pro Jahreszeit kostet. Okay. Aber ich könnte das hier auswählen. Nee, ach jetzt, wie jetzt? Ah, jetzt. Okay, ich könnte es so machen, dass ich das hier auswähle. Und dann die Armeen von ihm schwäche. Genau, weil beides wäre jetzt nicht gegangen. Dann können wir noch eine Reform anstoßen. War Bevölkerungswachstum ist ganz gut. Wir können Einkommen durch Handel. Wir machen erstmal hier weiter. Nahrung ist gerade unsere wichtigste Ressource. Im Frühjahr verspricht die Natur Hoffnung für das Reich. Lady Björn. Nur wenn ihr Charakter Premierminister, Erbe oder Fraktionsführer ist. Okay. Was ist denn mit ihm hier? Warum ist da ein Fragezeichen? Ah, der hat Aktionspunkte. Ja, das ist ja unglaublich, dass der Aktionspunkte hat. Oh, das Kräfteverhältnis ist ziemlich ausgeglichen. Okay, was wir jetzt hier machen werden. Das Gesetz muss regieren. Ja, jetzt hier meine. Wir schlagen zu, wenn sie verwundbar sind. Hinterhalt gehen. So, und hier ist es jetzt so, jetzt sollten wir eigentlich hier angreifen. Ne? Jetzt haben wir hier die Komturei. Das da oben, der gefällt mir gar nicht. Ich alleine besitze den Weitblick eines Anführers. Aber der ist hier noch nicht bei voller Kraft, Yamin. Müssen wir wohl noch eine Runde aushalten. Da hinten wird schon wieder. Ah, okay, er greift jetzt oben an. Das ist natürlich gut. Eine Fullstack-Armee. Können die sich doch ein bisschen kabbeln da. Kongshou. Neues Blut wird an der Fraktion vernichtet. Okay. Nur etwas abschöpfen. Die Logistik kann sehr gut vorbereitet werden, doch kann sie durch Variablen auch leicht zerstört werden. Die Vorräte in euren Armeen gehen zur Neige,
Und die Männer beschuldigen euch, von oben abzuschöpfen. Die Knappheit ist nicht zu erklären, doch ihr müsst euch einen Vorwand überlegen, um die Truppen zu beruhigen, bevor sie beginnen, nach Blut zu lecken. Na gut, wir werden ihre Wut besänftigen. Für die Heilung Chinas benötige ich Macht. Das Vorräte sind jetzt gerade, naja, nicht so dringend. Genau, wir lassen die da oben mal kämpfen. Oder wir mischen uns ein oder wir greifen hier unten an. So, sie verwaltet. Wäre natürlich gut, wenn wir irgendwas mit Verwaltung hätten. Schaltet Aufträge. Unerschütterlich. Nehmen wir das hier. Machen wir hier drauf. Okay. So, wie sieht's denn hier aus? Ja klar, jetzt ist der natürlich ein bisschen stärker. Wir machen gerade Minus, das ist natürlich nicht so schön. Brauchen auf jeden Fall Geld. Wie sieht's mit den Ausbauten aus? Oder Aufträge? Hier können wir auf jeden Fall ausbauen, wenn wir Geld hätten, ne? Könnten erst einmal Steuern erheben oder wir schauen in die Diplomatie und holen uns irgendwoher Geld. Vielleicht von Liu Dao. Was haben wir denn da? Ausgezeichnet. Sprecht. Willkommen, Freund. Wir hören zu. Stimmt, wir haben hier unten haben wir ja was verloren, ne? Deswegen wahrscheinlich. Okay, die würden gerne mit uns handeln. Dann machen wir doch mal regelmäßige Zahlungen bitten. Das holt uns ja dann eigentlich wieder raus, ne, aus dem Minus. Ein vernünftiges Angebot. Genau. Und ganz schön ordentlich sogar. Okay. Bau möglich, ja, wir haben gerade leider kein Geld dafür. So, die da oben. Verkloppen sich. Was da passiert? Han-Kaiserreich. Breitet sich da oben schon wieder aus. Das Feuer brennt erbarmungslos. Doch keine Flamme hält ewig. Wenn es ihr an Luft fehlt, wird sie klein, beginnt zu flackern und erlischt. Der Tyrann ist tot. In der fahlen Finsternis lauern bereits die Habgierigen. Okay, Dong Shuo ist tot. Untergang des Tyrannen. Der Minister Wang Yun plant, Dong Shuo zu stürzen. Das Leben unter der Tyrannei muss enden und es heißt, Dong Shuos Adoptivsohn manipuliert wurde, den Mord zu begehen. Damit haben wir Dong Min als neuen Fraktionsführer. Okay. Schauen wir mal hier rein, ob wir hier was Anständiges bauen können. Ich würde sagen, bauen hier erstmal ein Getreidelager, das würde unsere den Unmut wieder ein bisschen nach oben bringen. So, hier wird belagert, ja, kann er gerne machen. Dann können wir in der Zeit. Wir müssen das große Ganze im Auge behalten.
normalen Status wieder einnehmen und hier mal runtergehen. Auf dem Marsch! Und hier warten wir einfach noch ab. Wen können wir denn? Ja, Dian Wei. Ihr könnt auch mal hier ein paar Sachen kriegen, ne? Entschlossenheit. Der das noch? Zehn Rüstung für die gesamte Spähinfanterie. Super. Könnten wir auch irgendwann mal einsetzen, den jungen Mann. Reform brauchen wir gar nicht gucken. Das wollte ich, da wollte ich gar nicht rein. Vielleicht auch mal auf den Hof. Ah, okay, ja, nee, wir sind gut besetzt. Denkt über unser Angebot nach. Wir werden den Anspruch von Yuan Shu auf die Kaiserschaft unterstützen. Nee. Nö. Nun gut. Gehabt euch wohl. Ja. Ne. Ihr euch auch. So, der hat es da oben schon eingenommen. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen hier, was der macht, was der treibt. Fürchtet niemanden. Wir könnten die mal angreifen hier. Eine Hauptstadt hier. Unter einer Flagge. Greifen wir die doch einfach mal an. Wir natürlich delegieren, weil da ist nämlich nichts. Ein weiterer Schritt in Richtung Ordnung. Nichts drin. Mein Wille ist neu geschmiedet. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Alle müssen sich vereinen. So, was haben wir denn da? Lebensmittelhändler, der verbraucht Nahrung, warum auch immer. Wenn wir natürlich umbauen, das kann man nicht gebrauchen. Wenn wir direkt umbauen. Ich werde China vom Zwist befreien. Yu Jin ist aufgestiegen. Er kriegt jetzt das hier. Neues Pferd. Möglichst Waldstrafen ignorieren. Chancen Hinterhalt zu entgehen. Ja, dann kommt öffentliche Ordnung. Dann werden wir hier drauf gehen. Verfügbare Pläne. Dann. Ah, da kriegen wir ein bisschen. Ah, okay. Unterhalt des Gefolges. Da müsste ich ja wissen, wer hat denn das teuerste Gefolge? 18 machen wir einfach auf ihn. Ich tue, was getan werden muss. Okay, 2 Moral bei Angreifen, beim Kommandieren. Eigenes Gefolge schneller, Gebäudeunterhalt, Kampagnensichtlinie. Nicht ausgerüstet werden, dann kriegt er das jetzt einfach noch, das Schweinchen hier. Ich jetzt gar nicht angewendet, ne? Ja, das war der Fehler. Gut, sehr schön. Wir könnten hier zurückgehen. Das funktioniert nicht.
Also später. Der Code funktioniert nicht, habe ich schon gemerkt. Es wäre töricht, unabhängig zu bleiben. Dongming, nein, natürlich nicht. Ich werde doch nicht dein Vasall. Ja, vielleicht. Jetzt schon eine ganz schön große Armee, ne? Ich glaube, ich müsste. Und das Hahnkaiserreich da schon wieder. Nie gemeinsame Sache. Tja, mit denen habe ich ja gar keinen Krieg hier aktuell. Das heißt, wir werden die jetzt hier auf Normal setzen. Marschiert als Einheit, um eine zu sein. Und hierhin bringen. Bleibt resolut. Erstmal ausbauen. Was ist denn hier? Kleine Strategie. Wir haben eine Haltung mit meisten Fraktionen. Wenn wir eine strategische Bedrohung sind, oder? Was? Okay, wir bauen weiter aus, das ist gut. Wir brauchen aber auch Geld. Da gehen die Vorräte ein bisschen zu Neige. Der Abfall. Ja, der wandert da einfach rum, ne? Ist nicht immer die Lösung. Oh, okay. Liu Dai möchte einen militärischen Zugang. Und gibt mir dafür Geld. Ja, machen wir. Eure Weisheit zeugt von einer verwandten Seele. Zwei ehemalige Generale aus Dongshaos Fraktion, Gu Ozi und Li Yue, haben in der Hauptstadt rebelliert und für weiteres Chaos in der Fraktion des Tyrannen gesorgt. Als Bürgerkrieg. Ja, das wird ihm nicht gefallen. So, was kriegen wir denn dafür? Produktion, zwei kaiserliche Gunst, Einkommen aus Landwirtschaft und vier Reserven in allen Komtureien. So, Vorräte füllen sich wieder. Sehr schön. Jetzt könnten wir schauen, dass wir hier vielleicht... Ah, was bauen wir als nächstes aus? Was bauen wir als nächstes aus? Tausende? Was haben wir denn hier noch? Nee, umbauen wollen wir nicht. Haben wir noch einen Bauplatz, da können wir aber gerade nicht bauen. Dann bauen wir hier. 50% Nahrungsproduktion. So. Dann können wir mal unsere Armeen noch ein bisschen verstärken, würde ich sagen. 185 dauerhaft, der kostet einmalig. Die Zan Mayan Infanterie. Wir haben ja auf jeden Fall mal eine mitnehmen. Und hier werden wir nichts machen. Aber vielleicht können wir hier noch ein paar Schwerter, oder? Die haben eine ziemlich niedrige Moral. Hatte im Fernkampf, Nahkampf, Nahkampfkraft, Härte im Nahkampf. Es kommen halt immer Reiter, ne? Irgendwie. Hier werden die noch dazu nehmen.
Wenn ich an den Häusern und Familien vorbeigehe, sehe ich die Zukunft Chinas. So, wir könnten mit der Armee mal da hier hochgehen und vielleicht hier reingehen nach dem Frühling. Wir können noch eine Reform wählen. Ja, das brauchen wir alles gar nicht. Nehmen wir das her. So weiter in unserem Wirtschaftsstrang sind. Der Fraktionsrat hat schon wieder was. Aber ich kann nichts machen. Weil ich gar kein Geld habe dafür. Ein kleines Anliegen. Liu Chong, der will mit Unterstützung handeln. Liu Da hat mit Dong Min ein Friedensabkommen unterzeichnet. Uiuiui, okay. Erneuert die Harmonie. Gut, sollen wir das mal versuchen? Wir haben jetzt Sommer. Richtung Schicksal! An die Waffen! Okay. Was will der da? Will der das einnehmen? Wäre für mich natürlich viel schöner, ne? So, da könnten wir jetzt auch noch was bauen. Und zwar die Regierungsunterstützung. Die haben wir hier nämlich noch nicht gebaut. Dann werden wir mal fortfahren. Schauen, was da oben passiert. Wir bieten Frieden an. Nehmt ihn oder sterbt. Oh, da sterben wir lieber. Ich kann ja mal verhandeln mit ihm. Vielleicht gibt er mir ein Gebiet. Nicht handelbar, aber die da sind handelbar. Also Peng Shen, das da oben wollen wir ja haben, ne? Okay, das scheint ihm alles, aber 3000 will er mir geben. Mhm. Nö, dann lehnen wir erstmal ab. Eine unhöfliche Zurückweisung. Ja. Ah, jetzt hat der das angegriffen, ne? Hat das auch noch eingenommen. Ah, Mist. Sao Ren hat eine Tochter geboren. Sehr schön. So, ja, in dem Fall gehört es ihm. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin zurück. Wir stellen uns Chinas Problemen. In den Krieg! Da gehört noch ein Teil im Han-Kaiserreich. Ja, okay, das wäre nicht das Problem wahrscheinlich. Also das Han-Kaiserreich stellt für uns ja kein Problem dar. Gehen voran! Ihr braucht uns nicht zu fürchten. Liu Bei will nicht Angriffspakt unterzeichnen. Und er will, dass wir ihm Geld geben. Geld haben wir aber prinzipiell nicht. Verbindet eure Familie und Land mit dieser Fraktion. Die Charaktere eurer Fraktion suchen einen Anstieg und neuen Herrn. Nö. Was wir aber machen könnten, ist dir Nahrung geben. Und zwar zwei Nahrung. Alles doch okay. Diese Vorzeichen deuten Gutes an. Uns geht's zu gut mit der Nahrung, glaube ich. Oh, jetzt greift er mich an. Das wäre ein Pyrrhus-Sieg für uns.
Okay. Na, jetzt könnte es interessant werden. Wir hätten mittlere Verluste und sie hohe Verluste. Unsere Armeen sind sozusagen ein bisschen stärker, aber halt nicht voll. Der hat halt Fernkampf. Trebuchet, okay. Okay, wir speichern jetzt schnell. Und dann werden wir da sehen, was da kommt.